Ja, genau. Ich bin Micha und ich freue mich, dass ich heute hier bin. Ich wollte schon immer mal nach Grünheide und jetzt bin ich endlich hier. Wir hatten irgendwann mal ein Grundstück in Petershagen, aber da war ich so klein und so vielleicht, ich weiß nicht genau. Aber die Gegend ist geil. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ist bei euch Weihnachten eigentlich immer genauso schlecht wie bei uns? Also Sachsen ist eigentlich dafür bekannt, dass die richtig Weihnachten feiern. Ne? Bei uns hat jeder einen Schwibbogen, mindestens einen, und in jedem Fenster steht ein Schwibbogen. Das sind diese beleuchteten komischen Bögen, aber ist auch egal. Weihnachten, das ist immer so ein Fest, das ist so ein bisschen zwanghaft bei manchen. Meine Mama ist da, deswegen darf ich jetzt nicht so du musst einfach die Ohren zumachen, ja? Weihnachten war bei uns manchmal scheiße, jetzt darfst du sie wieder aufmachen. Das lag daran, dass normalerweise kannst du bei Weihnachten immer fliehen. Also du hast zum Beispiel, hast du ein Problem mit deiner Familie. Du verstehst dich vielleicht nicht mit deinen Eltern, du verstehst dich nicht mit deiner Oma. Du findest gerade, ist deine Familie total super anstrengend. Ich glaube, jeder Teenie findet das irgendwann mal. Das kann auch sein, dass du verheiratet bist und zu Weihnachten triffst du dich mit deiner Familie. Aber das ist ein richtig ätzender Punkt, weil du vielleicht gar keine Schwiegermama, sondern ein Schwiegermonster hast. Du hast also zu Weihnachten immer das Riesenproblem, dass du dich mit Leuten triffst, die du eigentlich nicht leiden kannst, aber du musst jetzt Zeit mit ihnen verbringen. Da sind sie, genau. Weihnachten. Bei Weihnachten kriegt man manchmal so eine Hammeraggression, wie dieser Typ mit der Banane. Möchte auf alles schießen, was um einen herum ist. Meine Oma zum Beispiel, die saß immer da in ihrem Weihnachtssessel. Sie hatte den besten Sitz, ja, bei Weihnachten den besten Sitz. Und ich war mit meiner Oma manchmal auf Kriegsfuß. Das liegt daran, dass meine Oma 1945 in Berlin ein Baby gekriegt hat. Das ist mein Papa. Und die hat mir nie davon erzählt. All mein Wissen über den Krieg, das habe ich irgendwo aus der Schule oder aus Filmen oder so. Aber meine Oma war mittendrin. Meine Oma war mit von diesen Trümmerfrauen. Meine Oma hat all diesen Dreck erlebt. Alles. Und zwar live. Mitten im Herzen von Berlin und hat nie was erzählt. Und als Weihnachten wieder mal so richtig kacke war, weil ich nicht ausweichen konnte, saß ich dann irgendwann mal da. Oder war es meine Schwester? Wir waren beide ziemlich grillig. Und mitten am Weihnachtsabend fragt einer, ey Oma, wie war es eigentlich im Krieg? Weihnachten. Weihnachten, du kannst halt nicht ausweichen. In Weihnachten kannst du nicht ausweichen, das ist das Fest der Liebe und deswegen versuchen wir uns alle zu benehmen. Du versuchst, so artig wie möglich zu sein, dich so wenig zu streiten, wie es nur geht. Und in Wirklichkeit bist du eigentlich nur dabei, alles unter einen so einen Teppich zu kehren. Unter einen so einen Teppich. Bei Weihnachten versuchst du, deine Schöne und deine Schokoladenseite zu leben. Aber du weißt ganz genau, dass das oft eine Lüge ist. Weil dein Leben nämlich gar nicht so ist, als könntest du heilig feiern. Weil dein Leben riecht nämlich nicht nach Weihrauch und nicht nach Zimtapfel, sondern dein Leben ist gerade Kacke. Du kannst deine Rechnungen nicht mehr bezahlen, du findest es in der Schule gerade total anstrengend, du kannst dich selber nicht mehr leiden. Und wenn du diese Sachen hast und wenn du nicht anders bist als ich, sondern ein paar deiner Stellen in deinem Leben genauso aussehen wie das, was ich gerade beschrieben habe, dann bist du eigentlich herzlich willkommen bei Weihnachten. Ich habe mal eine Bibelstelle mitgebracht. Wie soll es auch anders sein? Bei den Christen haben man immer Bibelstellen. Die Geschichte von Jesus, die wurde viermal in der Bibel von vier verschiedenen Zeugen wurde die Geschichte von Jesus aufgeschrieben. Und zwei davon haben aus der Kindheit bzw. die Geschichte erzählt, wie Jesus auf die Welt kam. Was davor und was danach passiert ist. Die sind absolut spannend und die sind manchmal ein bisschen unterschiedlich. Das heißt, die ergänzen sich gegenseitig, diese Geschichten. Eine habe ich rausgesucht, Matthäus, das sind die Koordinaten in der Bibel, Matthäus 1, da findet ihr die. Ich lese das mal vor. Und so wurde Jesus geboren. Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt. Noch bevor sie geheiratet und miteinander geschlafen hatte, erwartete Maria ein Kind. Sie war vom Heiligen Geist schwanger geworden. Josef war ein Mann, der sich an Gottes Gebote hielt. Er wollte Maria aber auch nicht öffentlich bloßstellen. So überlegte er, die Verlobung stillschweigend aufzulösen. Noch während er darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte, Josef, du Nachkomme von Davids, zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du Jesus nennen. Das bedeutet, der Herr rettet.
denn er wird die Menschen seines Volkes von ihren Sünden befreien. Das ist die Bibelstelle. Ich habe nur eine exemplarische genommen. Ich hätte auch eine andere nehmen können aus einer anderen Geschichte. Aber jetzt habt ihr den Original-O-Ton-Bibel mal gehört. Ich möchte das drumherum noch ein bisschen beschreiben. Das drumherum, um Weihnachten herum. Maria und Josef sind verlobt. Maria hat mit Josef nicht geschlafen. Maria kommt zu Josef und sagt, Josef, ich bin schwanger. Und Josef in dieser Geschichte hier macht genau das, was jeder andere Mann in diesem Raum auch tun würde. Du würdest sagen, ich gehe. Ich gehe. Du würdest dir die Frage stellen, Maria, wer war's? Der Postbote? War es der Postbote? War es Kalle von nebenan? Der wirft schon immer einen Blick über den Garten, ich weiß das. Du würdest als Mann wahrscheinlich völlig durchdrehen bei dieser Information, denn du bist ihr versprochen, das ist eigentlich dein Stück. Und du gehörst ihr und sie gehört dir, aber ihr habt doch nicht geheiratet und ihr habt nicht miteinander geschlafen, aber auf einmal wird die schwanger. Diese ganze Geschichte mit dem Jesus und so, ne, wie Jesus auf die Welt kommt, die beginnt damit, dass einem allererste ungeklärte Vaterschaftsverhältnisse beschrieben werden. Ungeklärte Vaterschaftsverhältnisse. Das ist genau das, was, ich glaube, 50% unserer Bevölkerung hat fast genau das gleiche Problem. Ja? Ich kenne viele Leute, die wissen nicht, wer ihr Vater ist. Ein Kumpel, mit dem ich immer zur Schule gegangen bin, der hat mir mal erzählt, er hätte keinen Vater. Ich sage, wieso hast du keinen Vater? Und natürlich, ich weiß, wie das geht, ich bin aufgeklärt, du musst einen Vater haben, sonst wärst du ja gar nicht da. Und er sagt, nein, ich habe keinen Vater. In dem Moment, wo ich auf die Welt kam, meine Mutter mit mir zusammen ins Krankenhaus gegangen ist, in den Wehen lag, in dem Moment, wo ich zur Welt gekommen bin, ist mein Papa ins Flugzeug gestiegen, weggeflogen und kam nie wieder. Mein Papa hat mich in dem wesentlichsten Moment meines Lebens im Stich gelassen. Ich habe meinen Vater nie gekannt. Bei mir gibt es ungeklärte Vaterschaftsverhältnisse. Und der Josef, der will einfach abhauen, sagt, ich lasse dich jetzt mit diesem Kleinen im Stich, ich will nicht, das ist nicht mein Kind. Kümmer dich oder mach irgendwas. Er will heimlich gehen, damit sie noch irgendwie noch ein bisschen aufrecht in ihrer eigenen Familie stehen kann, sodass sie sagen kann, wir hatten uns gestritten und er ist dann einfach gegangen oder so. Und vielleicht kennst du genau das, was der Josef dann auch hat. Der Josef hat einen Traum und dieser Traum ist krass. Kennst du das, wenn du morgens aufwachst und du hast irgendwas geträumt, was sich so in dein Bewusstsein reingebrannt hast, dass du es die ersten Minuten für wahr hältst? Das hat Josef auch. Josef wacht auf, er hat geschlafen und es begegnet ihm in diesem Traum ein Engel. Und dieser Engel sagt zu ihm, ey, dieses Kind hier, das ist vom Heiligen Geist. Was ist das? Was für eine Ansage, oder? Stell dir mal vor, deine Freundin wird schwanger und dann sagt die, ja, ist vom Heiligen Geist. Okay, Josef schluckt das Ding runter, sagt, okay, ich werde ein Kind großziehen, was ich selber nicht gezeugt habe. Und fängt an, mit Maria zu leben. Das ist die Grundlage für Jesus. Dort, so, auf diese Weise kommt Gott auf die Welt. So entscheidet sich Jesus, auf die Welt zu kommen. So entscheidet sich Gott, auf diese Welt zu kommen. Wenn Gott als Mensch so da sein will, dann solch ein Weg. Ein Weg, den viele andere auch kennen. Mit dem gleichen Zerriss, mit den gleichen Fragen. Nun, okay. Ungeklärte Vaterschaftsverhältnisse. Die Geschichte geht weiter. Ich habe sie nicht weiter gelesen. In einem anderen Zeugenbericht liest du dann mehr dazu. Die Geschichte geht dann so weiter, dass Maria und Josef, die also sind jetzt sozusagen zusammen. Josef hat sich entschlossen und es kommt eine politische Entscheidung wird gefällt. Ja, wird gesagt, ey, jetzt kommt eine Volkszählung von der Obrigkeit bestimmt. Und jeder, der von der Volkszählung mitmacht, der soll jetzt anfangen, in den Ort zu gehen, an dem irgendwo seine Sippe mal hergekommen ist. Und jetzt muss also Maria und Josef, Maria schwanger, ja, die sollen jetzt also viele, 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 viele Kilometer durchs Nirgendwo an einen Ort laufen, an dem irgendwann mal der Clan von David seinen Ursprung hatte. Und dann laufen die mit hochschwanger, ja, also bei der Hitze von diesem Land. Kennt ihr das, wenn politische Entscheidungen euch vorkommen wie Fehlentscheidungen? Also wir haben 4 Kinder, ne? 4 wunderschöne Töchterchen. Meine Frau, da sitzt, ist klein, ja. Ich habe eine niedliche Frau, ne? Die als ich sie kennengelernt habe, hat sie, glaube ich, mal 45 Kilogramm gewogen. Und ja, also stellt euch eine kleine Frau mit 45 Kilogramm vor, ja. Das ist so ein kleines, schlankes, niedliches Ding. Und wenn das auf einmal schwanger wird, ne, das kriegt so einen Riesenbauch. Der Bauch wird so groß, das kriegt man fast Angst. Ne? Ich bin aufgewacht, weil die sich nachts umgedreht hat, wie so ein Walrohr. So.
Die ist strong. Meine Frau ist nicht nur klein, sondern auch strong. Aber in dem Moment, wo der 9. Monat da war und dieses Ding so riesig groß war, dass der Bauchnabel vorne, guckt er raus, ne? Der geht nicht mehr rein, der geht raus. Und diese Frau im 9. Monat, ja, kurz vor Geburt, da nimmt dieses Kind sämtliche Energie von dieser Frau. Die heißt so richtig leistungsfähig, wie früher so, wie komm, lass uns mal den Motor von unserem Passat reparieren, ne? Das ging auf einmal nicht mehr, sondern da war mehr Rumgammeln angesagt, weil dieses Kind so viel Energie zieht. Jetzt bist du Maria und du bist Josef oder irgendeiner von dieser Rolle, ne? Du hast ein Kind angenommen, was du nicht gezeugt hast, eine politische Entscheidung kommt und du musst mit dem Walross, musst du auf einmal durch die Wüste laufen. Oh, ich würde mich so ärgern. Ich würde mich so ärgern, ich hätte gar keinen Bock da drauf. Überhaupt keinen Bock. Weder als Maria noch als Josef hätte ich Lust auf diese Reise. Und dann kommen die in Bethlehem an, das ist der Ort dann, an dem Jesus geboren wird. Und da ist nichts. Die Bar ist zu, die Kneipe ist zu, die Pension ist zu, das Hotel hat keinen Platz mehr. Und es gibt nicht mal fromme Leute. Also wenn ich hier in Grünheide irgendwo geboren worden wäre und wegen einer Volkszählung hierher müsste und wüsste, die Hotels haben hier alle zu, dann würde ich wahrscheinlich mal gucken, was gibt es denn hier für fromme Leute. Ach, ich rufe mal bei ICF an, vielleicht gibt es da irgendwo jemanden, der einen Keller hat, wo ich noch schlafen kann. Gibt es in Bethlehem nicht, nicht mal fromme Leute. Jetzt kommen die da an, mitten in der Nacht ist es nichts mehr los und die kriegen keinen Ort zum Übernachten. Und das wäre der Moment gewesen, kann ich nochmal den Bananentypen haben, denn ja, der Typ, der die Banane in der Hand hat und gerade so mit seiner Banane schießen will. Genau in dem Moment würde es mir so gehen wie diesem Mann. Es würde mir genau so gehen. Ich würde nachts im Regen unter einer einsamen Laterne stehen und in den Himmel schreien, weil mein Leben gerade Mist ist, weil eine politische Fehlentscheidung getroffen ist, weil meine Familienverhältnisse nicht geklärt sind, weil es keinen Ort gibt, der mich willkommen heißt, weil ich nirgendwo sein darf. Herzlich willkommen bei Weihnachten. Wir feiern Weihnachten. Und dieses Kind, was in diesem beschissenen Verhältnissen, in diesem Chaos, in diesem Familienchaos und diesem politischen Chaos und in dem Daseinschaos, dieses Kind, was da geboren wird, das nennt sich Friede. Er wird irgendwann einen Namen bekommen, ja, man gibt ihm so Spitznamen, je nachdem, was er gerade so gebracht hat. Und dieses Kind wird irgendwann erwachsen werden, man wird ihn Friedefürst nennen. Weil der genau in diese Situation hinein Frieden reingebracht hat. Dieser Christus, dieser Jesus, dieses kleine Ding hier, schmeiß mir mal die Puppe zu, bitte. Dieses kleine Jesus-Dingchen, ja, das ist irgendwo in der Krippe geboren und hat irgendwann angefangen, den Frieden zu bringen. 33 Jahre ist er alt geworden, er hat den Frieden gebracht. Den Frieden, den du so dringend brauchst, in der Krippe geboren, klein und niedlich, verletzbar gemacht. Jetzt ist er hier, dieses kleine Baby. Ich leg's mal wieder schön hierher, ich brauche das nachher nämlich nochmal. Ein kleines Püppchen. Wie seid ihr vom Kopf her drauf? Könnt ihr gut denken? Sonntagmorgen zu Weihnachten. Ich möchte euch mit einem intellektuellen Höhenflug beschenken. Der intellektuelle Höhenflug, ich lasse ihn jetzt hier mal an dieser... Ich darf diesen Kreis nicht verlassen, ich muss jetzt trotzdem. Ich brauche diese... Könnt ihr mich sehen hier noch? Ja? Okay, ich laufe hier ab und zu mal hin und her, dann habe ich die Kante nicht mehr. Ich brauche dieses Ding gleich. Also das ist folgendermaßen. Ich erkläre jetzt etwas, warum Weihnachten für dich wahnsinnig bedeutsam ist. Warum dieses kleine Kind hier, dieses Baby nicht nur vor 2000 Jahren geboren ist, sondern warum das heute noch in deinen Stall, in deinen Saustall geboren werden kann, in deine ungeklärten Vaterschaftsverhältnisse, in deine zerrissenen Familienverhältnisse. Warum das wichtig ist, dass dieses Kind zu diesem Weihnachtsfest nicht nur irgendwo in Bethlehem vor 2000 Jahren geboren wurde, sondern jetzt bei dir. Ich werde Anlauf nehmen und ein sehr schwieriges christliches Wort erklären, was so in der Bibel gar nicht drinsteht. Jetzt brauche ich deine Aufmerksamkeit. Es gibt ein christliches Wort, das nennt sich Trinität. Trinität, damit versucht man, eine Art Charakterzug von Gott zu beschreiben. Dieser Charakterzug, der hat es absolut in sich. Ich versuche das ganz leicht zu machen. Es ist so kompliziert, dass es da 1000 Anläufe für gibt, aber ich versuche es einfach mal, ja. Trinität, du hast diese Geschichte gelesen, dass Jesus geboren wurde und zwar mit Maria und Josef, ne? Und dass das gar nicht Josefs Ding war und dass Maria ankam und gesagt hat, dieses Kind ist vom Heiligen Geist. Tralala, vom Heiligen Geist. Wusstest du, dass es einen Unterschied gibt zwischen gezeugt und geschaffen? Es gibt einen Unterschied. Wenn du jetzt
ein Schöpfer bist. Nehmen wir mal an, du bist ein Schöpfer, ja? Du malst ein wunderschönes Bild, ja? Das ist mein Bild. Eine Nase, ein wunderschöner Mund, Ohren, ja? So, das ist mein Geschöpf. Dieses Gesicht ist mein Geschöpf. Ich gebe ihm den Namen Tom. Das ist Tom. An diesem Bild, ich bin der Schöpfer von diesem Bild, an diesem Bild kannst du erkennen, wie ich drauf bin. Das ist jetzt in blau gehalten und es ist eher ein lächelndes Gesicht und du kannst von der Schöpfung Rückschlüsse auf den Schöpfer ziehen. Nehmen wir mal an, du hast einen Stuhl, ich hole mir jetzt einen Stuhl, ne, gibt's einen Stuhl, ich nehme den. Achtung! Wenn du jemand bist, der einen Stuhl gebaut hat, weil du ein Tischler geworden bist, dann hast du solch einen Stuhl. Und in 100 Jahren, wenn dieser Stuhl so lange hält, kann irgendjemand sagen, wow, der Schöpfer von diesem Stuhl muss der absolute Oberkracher gewesen sein. Weil dieser Stuhl nämlich nach 100 Jahren immer noch nicht knarzt. Es gibt ein, das ist geschaffen. Ja? Du kannst von dem Geschaffenen auf den Schöpfer schließen. Das ist ein Unterschied zu gezeugt. Beim Zeugen, wir wissen ja alle, wir hatten Biologieunterricht, wir wissen alle, wie das geht mit dem Zeugen, ne? Das Zeugen, liegt darin den Unterschied, dass was dabei rauskommt, was bei der Maria rauskommt, Baby, das ist ja nicht das Geschaffene, sondern das ist das Gezeugte. Das ist gezeugt. Das bedeutet, dieses kleine Kind ist von gleicher Art wie die Mama oder der Papa. Der Stuhl ist nicht die gleiche Art wie der Tischler. Das hier ist ein Gegenstand, der Tischler ist ein Mensch. Das hier, was ich hier geschaffen habe, dieses wunderschöne Bild, das ist nicht die gleiche Art, wie ich bin, sondern das hier ist ein bisschen Farbe an der Leinwand, an der Wand, aber es ist kein Mensch. Was dabei rauskommt bei diesem Ding, bei der Maria, das ist gezeugt. Das bedeutet, es ist von gleicher Art. Nehmen wir mal an, gehen wir davon aus, es wäre Gott möglich, eine Zellteilung auszulösen, ohne dass ein Penis dafür nötig ist. Stell dir vor, der könnte das. Dann wäre das, was bei Maria heranwächst, wäre gezeugt. Krass. Das, was da rauskommt, ist also von gleicher Art wie der Erzeuger. Du hast in dem Jesus, da hast du auf einmal die Gene von Maria und die Gene von Gott. Oder sehe ich das jetzt falsch? Stell dir vor, das, was da, dieser Jesus, der da in der Krippe liegt, ist von gleicher Art wie Gott. Und das haben die Leute gemerkt. Deswegen haben sie die Bibel aufgeschrieben. Deswegen steht in jedem Dorf ein Kirchturm. Weil die Leute das gemerkt haben. Wenn du wissen willst, wie Gott ist, dann musst du Jesus angucken. Dann musst du gucken, wie der sich verhält. Du musst sehen, wie geht der mit den Outcasts um. Du musst sehen, wie geht Jesus mit Geld um. Du wirst sehen, wie geht Jesus mit Armen, mit Kranken und wie geht der mit Reichen um. Und auf einmal wirst du feststellen, krass, Alter, dieser Jesus, der hat die gleiche Art wie Gott. Er ist von der gleichen Art. Zu Weihnachten feiern wir, dass jemand auf diese Erde kam von der gleichen Art wie Gott. Von der gleichen Art. Also, wir haben also einen Menschen, ja, wir fangen an, Trinität, mein Stift ist weg. Mein Stift. Doch, hier ist er. Ah, das Baby hat ihn in der Hand gehabt. Also, ich mache hier mal, wie immer, ne, so ein schönes Dreieck, damit wird Trinität immer erklärt. Ne? Ich schreibe hier unten mal Jesus hin, ja. Jesus. Ein Stückchen, hier oben kommt Gott hin natürlich, oben kommt immer Gott hin. Ne? Gott ist also ein Erzeuger sozusagen, ne? Und jetzt ist Jesus da und irgendwie sind die beiden sind von gleicher Art. Von gleicher Art. Jetzt kommt das Ding mit dem Heiligen Geist. Dieser Jesus ist in einer Krippe geboren unter Umständen, wie du sie auch kennst, ist 33 Jahre alt geworden und wurde dann umgebracht, ist am Kreuz krepiert. Das Ding, was da am Kreuz passiert ist, ist der absolute Hammer. Wir haben gestern Abend schon darüber gequatscht. Ja? Am Kreuz ist Folgendes passiert. Dieser Jesus, der sollte dort sterben. Und ich habe mich immer gefragt, was hat Jesus eigentlich umgebracht? Was um alles in der Welt, dieses kleine Kind, was zu Weihnachten geboren ist, was hat es umgebracht? War es der Typ, der die Nägel an seine Hand geschlagen hat? Ja, der hat ihn bestimmt umgebracht, aber der hat ja den Befehl dafür bekommen. Dann war es der Vorgesetzte von dem Vorgesetzten, von dem Vorgesetzten, von dem Vorgesetzten, von dem Vorgesetzten. Zum Schluss kommt ein Name raus. Der Name heißt Pontius Pilatus, ist derjenige, der den Jesus getötet hat, oder? Ja, vielleicht.
Nicht ganz. Du musst die Geschichte bis zum Schluss lesen. Du wirst sehen, der Pontius Pilatus stand auf seinem Balkon, hatte Jesus an der einen Seite, da waren noch ein paar andere Leute und er fragt ein ganzes Volk, Leute, wollt ihr, dass ich den töte oder den anderen? Und die Leute, die da unten stehen, die schreien, kreuzige Jesus, kreuzige diesen Kleinen mit den ungeklärten Vaterschaftsverhältnissen. Okay, daraufhin haben sie Jesus gekreuzigt. Also was hat Jesus umgebracht? Wer hat Jesus umgebracht? Die Typen, die da unten gestanden haben und geschrien. Warum haben die geschrien? Hat Jesus irgendetwas? Er war von gleicher Art wie Gott. Hat er irgendwas? Hat dieses Kindlein irgendetwas getan, was diese Welt in Gefahr bringen könnte? Der hat Kranke geheilt. Der hat Worte des Lebens gehabt. Wenn du dem begegnet bist, der hat ein paar Sachen gesagt, die sind durch deine Ohren direkt in dein Herz rein und die haben die Kraft besessen, dein Leben auf den Kopf zu stellen. Die Worte, die aus diesem Kind gekommen sind, die haben die Macht besessen, dein Leben zu sortieren. Dass du mit deinen ungeklärten Vaterschaftsverhältnissen klarkommst. Die haben heil gemacht, diese Worte, die da rauskamen. Warum haben sie ihn getötet? Weil da Leute neidisch waren. Weil Leute zornig auf ihn war, weil der Macht hatte, mit seinen mächtigen Worten hatte er Macht. Der konnte die Leute mit dem Geld entthronen. Der konnte der Politik etwas entgegensetzen damals. Der konnte den ganzen frommen Heuchlern etwas entgegensetzen. Dieser Mann, der hat eine Gefahr gehabt. Denn er hat die Wahrheit gesagt. Unverblümt. Das war ein Whistleblower hoch drei. Und was der für Geheimnisse ausgepustet hat. Er war unstoppable. Er war nicht zu halten. Was hat diesen Christus umgebracht? Mord, Lüge, Hass, Neid, Macht, Sucht. All das, was die Bibel Sünde nennt, hat den Christus umgebracht. Und jetzt passiert das aber, dass der ist ja nur kurze Zeit tot, ne? Das erinnert mich immer an diesen Drachen, wo dieser Ritter kommt in seiner Rüstung und hinten dieses Schwert zieht und vorne dieser riesige Drache mit seinem Kopf und der spuckt Feuer und der Ritter, ne, in so einer Art Slow-Mo-Sprung fliegt er in die Luft und schlägt dem Drachen den Kopf ab und in dem Moment, wo der Kopf auf den Boden purzelt, mal und aus dem Wunde kommen zwei neue Köpfe und er schlägt noch einen Kopf ab und da kommen zwei neue Köpfe. Jetzt hat der Drache schon drei. Mir kommt das manchmal so vor, wenn du Gott versuchst umzubringen, vielleicht ist das schon mal in deinem eigenen Leben aufgefallen, dass Gott bei dir so geklopft hat und du hast gesagt, nee, ich bring den um, aber zwei Köpfe kommen. Die haben versucht, diesen Christus umzubringen und drei Tage später, deswegen gibt es Kirche, deswegen gibt es uns, deswegen gibt es ICF. Weil drei Tage später kommt er aus dem Grab rausgekrabbelt und sagt, ihr habt mich nicht töten können. Die reine Liebe in Perfektion, die kannst du nicht mehr töten. Mit nichts, nicht mit einer Atombombe, die kriegt niemand kaputt. Diese Art von Liebe durchwächst die Jahrtausende. Das ist ein Stoff, der nicht mehr zerstörbar ist. Das ist ein richtig heftiges Ding. Da kriecht dieser kleine Jesus mit den ungeklärten Familienverhältnissen, kriecht 33 Jahre später aus dem Grab. Und dann erscheint er seinen ganzen Freunden und ist nachher, nachdem sie ihn umgebracht haben und er wieder auferstanden hat, ist er noch mächtiger, als er vorher war. Und er begegnet seinen Freunden und seinen Bekannten und seinen Schülern. Und dann sagt er, ich werde jetzt gehen. Und er sagt, ich lasse euch was da. Und das, was ich euch da lasse, ist der Heilige Geist. Das bedeutet, der Heilige Geist, ich bin wieder hier unten, ja, hier oben. Ich kürze das mal ab mit HG. Das bedeutet, der Heilige Geist, laut Epheser 1, ist der Heilige Geist die gleiche Energie, die den Christus aus dem Grab geholt hat. Die gleiche Energie. Herzlich willkommen im ICF Grünheide. Herzlich willkommen bei Weihnachten. Das ist ein Ding, was du dringend brauchst. Denn wenn dein Leben genauso komisch ist wie meins, wenn dein Leben und dein Weihnachten genauso komisch ist wie mein Weihnachten und mein Leben, dann brauchst du etwas, von dem du sagen kannst, es muss was Göttliches in mein Leben reinkommen, damit ich was Göttliches hinkriege. Du brauchst dieses Weihnachten, diesen kleinen Jesus in deiner Krippe, der in deinem Schweinestall geboren wird, der dort groß wird. Du brauchst das, weil du nämlich in deinem Leben angelogen wirst ohne Ende.
Und du hast es angelogen zu werden. Weil die Leute, du weißt auch, wie sich das anfühlt, gemobbt zu werden oder zu mobben selber. Du weißt, wie sich das anfühlt, neidisch zu sein. Weißt du noch, wie das ist, wenn du neidisch warst, dass der Klassenkamerad der Erste war, der ein Moped bekommen hat und du konntest den sowieso nicht leiden? Und dann siehst du ihn, wie er vor die Schule fährt und das Ding kippt um und hat einen Kratzer. Und du stehst da und sagst, du wolltest so nie sein. Aber Neid hat deinen Charakter verzerrt, dass du auf einmal dreckig lachen kannst. Du wolltest das nie sein. Es gibt bestimmte Areale, bestimmte Bereiche in deinem Leben, bei denen bist du zum Schwein geworden. Wie sieht das aus mit deiner ganzen Sexualität? Wie sieht das aus? Bist du so ein Fremdgeher, der andere Leute belügt? Hast dich vielleicht einer Freundin versprochen, aber jetzt bist du auf einer Party und die Stimmung ist gerade heiß und der Alkoholspiegel noch heißer? Und auf einmal erwischst du dich selber, wie du bei irgendwo neben der Party da in dem Schlafzimmer liegst du und knutscht fremd. Und du weißt, du wolltest das nie werden. Du hast jemanden betrogen. Du bist jemanden über jemanden hinweggefahren. Du bist zu dem Arsch geworden, den du nie sein wolltest. Aber du bist es einfach. Und du merkst, du machst Weihnachten. Du erlebst genau das, was bei Weihnachten passiert ist. Du erlebst Zerbruch und du erlebst das Gleiche, was dieser Friedenbringer erlebt hat. Du erlebst Neid und Hass und Zorn und Eifersucht. Und all das erlebst du zu Weihnachten vielleicht ganz besonders. Du brauchst jemanden, der das überlebt. Du brauchst jemanden, der dir die Kraft gibt, die Lüge um dich rum zu überleben. Du brauchst jemanden, der dir die Kraft gibt, deine Sexualität zu überleben. Du brauchst jemanden, der dir die Kraft gibt, deine Finanzen unter Kontrolle zu kriegen, deine Gefühle zu beherrschen. Du brauchst jemanden. Und dieser Gott bietet sich dir an. Und immer wenn du in die Bibel guckst und dich fragst, wie geht das mit dem Christwerden? Wie kann ich die Macht von diesem kleinen Weihnachtskind in meinem Leben haben? Immer wenn du in die Bibel reinguckst, steht dort etwas, was sehr mysteriös ist, ein magischer Mann dazu. Dort steht zum Beispiel ein Satz, du kannst nur dann in das Himmelreich kommen, nur dann Teilhaber an der Energie Gottes sein, wenn du wieder geboren wurdest. Geboren. Wiedergeboren. Paulus, Neues Testament, auch Bibel, schreibt, mit Christus bist du eine neue Kreatur. Wiedergeboren. Neu. Eine neue Kreatur, eine andere Schöpfung. Bäm! Trinität. Neue Schöpfung. In den gleichen Stand zu springen wie der Christus, sein Bruder zu werden, ein Teil von ihm zu werden. Das ist Trinität. Mit diesem kleinen Zipfelchen hier bist du ein Teil. Denn auf einmal fängt Gott an dich zu glauben und du glaubst an ihn. Er vertraut dir und du vertraust ihm. Du marschierst durch dein Leben, durch deine Zeiten mit einem Gott, der all das Elend dieser Welt überlebt hat, nicht daran zugrunde gegangen ist. Herzlich willkommen zu Weihnachten. Herzlich willkommen zu ICF. Ich wünsche dir zu deinem Weihnachtsfest, dass du die Zeit hast, die ganze Schande und den ganzen Absturz deines Lebens nochmal in deinem inneren Auge, wie wenn du krepieren würdest, dass da alles nochmal abläuft. Vielleicht hast du die Zeit, wenn unter dem Weihnachtsbaum die schönen Geschenke liegen oder du sie noch nicht hingestellt hast. Und ich wünsche mir, dass du dort genauso zusammenbrichst, wie ich schon mal zusammengebrochen bin, vor deinem eigenen Versagen und dass du diesen Schritt machst. Gott, ich möchte wiedergeboren werden. Ich möchte, dass du in meinen Saustall hineingeboren wirst. Dass du nicht dieses Kind von vor 2000 Jahren bist, sondern das Kind von heute. Ich möchte dein Schreien hören, Gott, in meinem Leben. Ich möchte die Liebe spüren, die ich habe, weil mein Herz schon seit Ewigkeiten keine Liebe mehr bekommen hat und keine Liebe mehr gegeben hat. Liebe gibt es kaum noch bei mir. Ich brauche das so dringend. Vielleicht ist dieses Weihnachten deine Chance, einen Schritt auf Gott zuzumachen und mal wieder so richtig durchzustarten. Ich muss jetzt hier irgendwo in die Gegend nicken, glaube ich. Bei Weihnachten. Weihnachten könnte für dich der Moment sein, an dem du sowas wie eine Reset-Taste drückst. Vielleicht bist du schon Ewigkeiten Christ, schon Ewigkeiten Teil von dieser Gemeinde hier. Vielleicht musst du aber irgendwie mal dein Leben neu überarbeiten. Sowas wie eine Inventur machen. Und dich ganz bewusst bei diesem Weihnachtsfest, ganz bewusst machen, dass du ein Teil von diesem Geschehen bist. Trinität, leicht erklärt. Trinität ist für dich die Chance, in die Nähe Gottes zu kommen.